Oha, jetzt beginnt dieser Part gleich mal mit einer schlechten Nachricht. Und zwar, ja, der eigentliche Part 6 ist verloren. Ich habe keine Ahnung, wohin er gekommen ist, weil das war die erste Aufnahme von der Session. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich sehe das jetzt leider auch zu spät, weil ich habe jetzt schon weitergespielt und dann ist irgendwie doof. Ich kann es nicht mal wirklich gut nachstellen und alles, weil ich nicht mal nachgucken kann, wo ich genau exactly überall war. Ich kann es einfach nur grob nachstellen, deshalb seht ihr auch hier im Hintergrund das Gameplay laufen. Wir sind bei der Stadt, wo wir beim letzten Part geendet sind, nach rechts gegangen. Da war so ein Swamp-Bereich, da haben wir uns durchgekämpft. Dort gab es dann auch einen Rivalenkampf, der eigentlich recht machbar war, muss man sagen. Wir haben gesehen, der hat einen Altaria, das ziemlich sicher megern wird. Ja, genau, das hat man dort gesehen. Dann sind wir also durch diesen Swamp-Bereich komplett durch gewesen, haben alles mitgenommen, was ging, sind in die neue Stadt gegangen auch. Ah, und im Swamp-Bereich gab es natürlich noch so, gab es noch ein größeres Gebäude, welches so ein bisschen wie die Kampfzone auch war. Das heißt, das hat man noch mitbekommen. In der neuen Stadt gab es dann so ein paar Gangster-Boys, die man bekämpfen musste. Außerdem gab es so ein paar Kühlhäuser-Lager, wo es auch sogar einen neuen Encounter gab. Die haben wir alle besucht in der Stadt. Allgemein habe ich mich damals umgeguckt gehabt und habe dann mir den Orden geholt, dazu auch ein passendes Team damals aufgestellt gehabt, das ein bisschen anders ist als das, was ihr jetzt hier so seht. Weil ich glaube, dann nochmal ein bisschen effizienter gegen den Arenaleiter vorgegangen bin. Da war zum Beispiel nochmal Filetiamo mit drin. Der Arenaleiter selbst hat Arbok, Piondragi, Mega Bisaflor und Nidoking als Pokémon. War ein sehr cooler Arenaleiter, hat ein cooles Design. Hat mir allgemein sehr gut gefallen. Der Part ging eigentlich auch immens lang, also die Rohaufnahme geht 1 Stunde 20, weil die Audio davon habe ich noch da, das heißt, das konnte ich wenigstens nachgucken. Ich habe meinem PC nachgeguckt, es war einfach nichts da. Wir haben außerdem noch die vollen Fliegen bekommen von den Raudis, weil wir haben uns am Ende des Tages angefreundet. Dementsprechend, ja, war eigentlich ein sehr erfolgreicher Part. Ich kann ihn euch leider einfach nicht zeigen. Ich habe jetzt wirklich eine halbe Stunde rumgesucht. Ich habe nichts gefunden. Es tut mir leid. Es geht mir immens auf die Nerven, muss ich wirklich sagen. Also versaut mir auch gerade ein bisschen alles und geht mir ein bisschen sehr auf die Nerven. Aber hey, ich habe es versucht, euch so gut wie möglich irgendwie nachgestellt, zusammengeschnitten hier zu zeigen, weil ich euch jetzt, kann ja jetzt nicht nochmal 10 Minuten davor den anderen Part hängen oder so. Deshalb, ja. Das heißt, ihr seht jetzt den nächsten Part. Ich habe euch auch nochmal gezeigt, was wir so gefangen hatten in dem Part. Plus, was das Team halt ist, seht ihr ja sowieso am Anfang. Hallo Leute, herzlich willkommen zum weiteren Part unseres Pokémon Gaia-Abenteuers. Wir haben im letzten Part den fünften Orden geholt, ein paar Entwicklungen bekommen. Aka Tangolos und unser Brokolos. Das heißt, unser Team ist jetzt schon recht strong. Vor allem auf der physisch-defensiven Seite habe ich das Gefühl, dass wir recht gut unterwegs sind. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall mit Hilfe des Untergrund-Paths-Weges zur anderen Seite gehen. Dort ein bisschen. Hallo, Herschel, was tun Sie hier? Und wir haben uns anscheinend schon getroffen. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, ich glaube, wir hätten den schon mal in irgendeiner Form gesehen. Und wir kriegen VM05 Kraxler. Oh mein Gott, Leute, darf ich das jetzt schon? Boah, wenn ich das benutzen darf, müsste man so viel nachgucken. Aber bis dato brauche ich ja auch eigentlich nichts. Ist Rock Climb auch einfach... Na, wobei, wird, glaube ich, nicht mal ein Normal Move sein. Ich wollte gerade sagen, wie Zerschneider und so seine normalen... ja, es ist einfach ein Normal Move, Base Power 90. Mhm. Und Brokolos kann kein Rock Climb... Mich wundert es, dass der das nicht... Ich hätte jetzt Geld drauf verwettet, dass Brokolos das lernen kann. Aber okay, so. Hier am Anfang waren wir ja schon, da haben wir schon nachgeguckt. Das heißt, wir können jetzt einfach straight up hier nach oben gehen und einfach gucken, was hier so abgeht. Hier ist ein hübscher Wasserfall und hier scheinen schon mal einige Leute ansonsten zu warten. Und wir müssen hier sogar mit Kraxler weiter. Oh, das heißt, wir müssen das Team umändern und jemand reinholen, der Kraxler lernen kann. Oh, das ist ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Weil ich auch nicht genau weiß, wen wir auf der Box haben. Also ich weiß, dass Empoleon, soweit ich weiß, Kraxler kann. Aber eigentlich will ich ja Azumarill dafür nicht raus. Boah, ist das nervig, ja. Lol, hier hinten liegt sympathischerweise die TM35 Flammenwurf herum. Ich darf nicht so oft vergessen, dass ich überall, wo Wasser ist, ja auch surfen kann.
Vor allem, ich habe ja jetzt auch 5 Orden. Das heißt, ab jetzt ist es einigermaßen normal, dass das geht. Ah, Halleluja, geil. So, hier oben liegt erst einmal der Kamerupnit. Außerdem haben wir jetzt unser Famicula mit drin. Weil ich dachte mir, das ist noch das, was am ehesten irgendwie Sinn ergibt, reinzunehmen. Timing-technisch und alles drum und dran, denke ich, ist er okay. Statt Broccolos ist er momentan drin. Bin ich nicht begeistert, um ehrlich zu sein. Ich hätte lieber Broccolos mit drin, aber hey. Okay, ich bin in so einem hinten Grotto drin und wir haben TM01 gefunden. Das ist, glaube ich, im Normalfall Power Punch. Ist jetzt nichts, was wir unbedingt dringend bräuchten, außer es ist Magic Oh! Ist aber tatsächlich in diesem Spiel die TM-Zauberscheine. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Dann ist es wirklich keine schlechte TM. Die findet man hier links oben. Weil ich mir schon dachte, warum ist da eine Höhle oder so? Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn, weil man muss ja hier offensichtlich weiter, weil der Weg geht nicht anders weiter. Also von dem her war ich da ein bisschen verwirrt, ein bisschen confused, aber so passt es natürlich wieder. Ich hoffe natürlich, wir müssen jetzt Durin nicht allzu häufig benutzen oder so, weil der ist gar nicht geplant dafür, dass er im Squad sein soll. Also er ist eigentlich nicht offiziell im Squad, aber es ist ja auch okay. Und hier finden wir noch den Bunnet Neaton. Also ich sehe schon, jetzt finden wir einige Megasteine, wenn man sich ein bisschen besser umguckt. Wir scheinen jetzt so in Richtung Strand-Badebereich zu gehen. Und vermutlich müssen wir dann noch ein bisschen weiter in den Norden surfen und da kommen wir dann zu diesem Registeel-Platz. Oder ist es maybe einfach nur diese Höhle, die hier noch bei dem Strand ist? Fell Ruins, yep. Hier müssen wir rein und da oben sehe ich schon, sind die Bad Guys unterwegs. Das heißt, gegen die müssen wir auch gleich antreten und hoffentlich mal verhindern, dass sie Regis hier bekommen, weil ansonsten haben sie gleich 3 Regis. Und mit denen können sie dann sicher irgendwie Regigigas, welches ziemlich vermutlich in irgendeiner Form damit zu tun hat, heraufbeschwören. Außerdem dürfen wir hier noch ein Pokémon fangen. Ich wollte gerade sagen, es ist bisher nämlich noch nichts aufgetaucht. Das ist ein Scampisto. Ja, ist okay. Bin jetzt nicht der größte Fan von dem Ding. Eigentlich überhaupt kein Fan, um ehrlich zu sein. Aber, ne, haben oder nicht haben, wie ich immer sag. Ansonsten glaube ich, dass diese Höhle tatsächlich auch custom erstellt ist, weil ich glaube, die gibt es hier so nirgendwo in der Form. Also das gefällt mir auf jeden Fall, dass man so ein bisschen in die Tendenz geht, auch eigenes, also bis auf davon abgesehen, dass die ganze Region hier eigens gebaut ist, aber dass man auch so Höhlen und so nicht so standardhöhlenmäßig macht, sondern auch einfach ein bisschen neu was reinbullert. Okay, das da oben, ich wollte gerade sagen, sieht mir nach etwas aus, wo irgendwas passieren kann. Und oh, anscheinend wurde Ezekiel schon gewarnt, dass wir auf dem Weg sind. Deshalb, dass wir da intervenieren wollen. Aber wir werden auch anscheinend irgendwie niemals den Plan von denen verstehen. Und das ist tatsächlich absolut richtig. Ja, es ist eine krasse Architektur und sowas, ne? Und sie sind da einfach durchgekommen. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich hier durchkommen will. Das heißt, wir müssen irgendwie dieses Rätsel lösen. Da steht irgendwas und wir brauchen einen Zahlencode. Hatten wir schon mal irgendwann so ein... Oh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach 000. Schade. So, ich habe keine Ahnung, warum es 4519 ist. Anscheinend steht das irgendwo. Ich bin ehrlich, ich habe das jetzt einfach nachgeguckt, was der Code ist, weil... Ihr habt gar keinen Bock jetzt, das da irgendwie ewig lang rumzusuchen. Und wir haben hier tatsächlich ein Battle gegen ihn. Das habe ich mir ein bisschen gedacht. Ich bin nicht komplett hochgeheilt, fällt mir gerade auf. Ich habe jetzt nur mit Items mich, soweit es ging, hochgeheilt. Und sie leadet, oder er leadet, ich glaube, es ist ein er. Mit Skarmorian ist actually echt nicht niedrig gelevelt, muss ich sagen. Ich glaube, der ist ziemlich auf unserem Level. Also wir sind da ungefähr auf demselben Ding unterwegs. Wir gehen auf jeden Fall gegen Skarmorian Skelabra, der kann mir eigentlich nichts. Ich wollte gerade sagen, maybe legt er sogar Spikes raus. Ich dachte auch erst, er drückt Spikes, weil ich ein S gelesen habe. Aber tut er nicht. Flame Buddy triggert nicht, aber das ist okay, weil wir der Kehrtwende schon die Robustheit von Panzerion angeknackst haben und somit einfach Panzerion weghauen können. Sehr, sehr schön. So. Ich weiß nicht, haben wir schon mal gegen den gekämpft? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich fast nein. Deshalb bin ich da sehr gespannt. Was er jetzt alles hat, Doublade, das ist okay. Auch wenn wir Shadow Sneak abbekommen, das sollte okay sein. Den zünden wir einfach komplett weg. Sie oder ich sage immer sie, er, was auch immer, welches Geschlecht auch immer er hat, ein Stahltrainer. Weil ich meine, das ist das zweite Stahl-Pokémon. Weil dann wirst du jetzt einfach von Skelabra komplett weggerüstet. Du, ja, okay, never mind. Claydol, da würde ich, oh, ich würde gerne Tenryu eigentlich auch gehen.
Wobei, der hat noch nicht mal einen Käfer-Move. Der hat ja nur Crunch. Also dann gehen wir einfach in der Azumarill. Ich würde da jetzt ungern drinbleiben, dann reicht Hex nicht und dann zimmert er mir eine Erdkräfte rein. Aber er hat anscheinend predicted, dass wir rausgehen oder so und ist einfach auf seine Cosmic Power gegangen. Und ist jetzt auf plus 2. Ich meine, er umgeht mehr oder weniger, nenne ich es jetzt mal, mein Wahlband. Das heißt, ich glaube immer noch, dass wir den jetzt mit Aqua Tail einfach umnieten. Also mich würde es wundern, wenn er das immer noch trotz allem lebt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind Wahlband der Azumarill. Wir sind ja im Endeffekt quasi auch auf plus 2 mehr oder weniger. Das heißt, den haben wir jetzt auch weg. Crawdily kommt. Ja, okay, der ist actually super nervig. Das habe ich mir auch schon im Battle allgemein gedacht. Wir können aber in Tenryu gehen. Mit dem soll es maybe ein bisschen schneller gehen. Also Antikraft ist so das Schlimmste, was kommen kann. Gigasauger sollte nichts wirklich abziehen. Yep, das leben wir sehr gut. Antikraft ist halt eher das Belastende. Und können jetzt auf unseren Eisenschädel gehen. Wir connecten. Ich weiß gar nicht, haben wir Hustle? Ich dachte, ich hätte im Kopf, wir hätten Hustle nämlich. Und one-shotten Crawdily. Okay, in dem Punkt sage ich Vermicula doch durchaus nützlich. Ich glaube, Vermicula allgemein gar nicht mal so kacke für unser Team. Ich habe ein bisschen Angst vor Feuer-Pokémon. Aggron. Offensichtliches Mega-Pokémon, haben wir gerade gesehen. Der kann viel potenziell. Ich würde erstmal einen Bedroher draufhauen. Boah, wobei, ich weiß gar nicht, ob das so clever war. Weil es könnte sogar sein, dass der jetzt mit einem Boden-Move angreift, realisiere ich gerade. Boah, ich glaube, das war sogar recht dumm. Wenn ich so drüber nachdenke, war das, glaube ich, gerade recht dumm. Ich hätte einfach straight up in Tangulos gehen sollen. Tangulos macht eben nicht so viel, da brauchen wir ein paar Wachstümer, damit Gigasauger zu arbeiten, aber es kommt nur ein Sandsturm. Ein Sandsturm ist okay. Das Problem ist halt, weil er Erdbeben oder sowas kann, will ich nicht in Skelabra gehen, ansonsten würde ich den ja mit Skelabra rüsten. Aber so momentan schwierig in Skelabra zu gehen. Eigentlich in jeden zu gehen. Tenryu hat leider keinen guten Move. Das heißt, wir müssen wirklich in Tangulos gehen. Ich glaube, wir werden mit Growth uns ein bisschen setupen. Und dann ihm... Ja, er hat auch Erdbeben. Das heißt, der Luxra-Switcher war unfassbar dumm. Aber der sollte mir eigentlich nichts groß können. Deshalb gibt es jetzt ein bisschen Wachstum. Okay, ich habe leider nur 2 rausbekommen und muss jetzt hier den Hypertrank tatsächlich auch ziehen. Ich bin nicht begeistert darüber, um ehrlich zu sein. Ich habe zur Not noch eine Strategy. Weil ich kann ja einmal in Schwalbos gehen und hoffentlich einen Hit zumindest tanken. Und dann könnte man nämlich mit der U-Turn rausgehen into Skelabra, aber im Normalfall sollte er dann nicht Erdbeben drücken oder wir opfern halt einfach ein Pokémon. Weil ansonsten gefällt mir Mega Aggron gerade überhaupt nicht. Wir machen aber richtig gut Damage. Wir heilen jetzt auch richtig gut gegen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Also es ist, Mega Aggron, sage ich, ist ein Gegner, wo ich sage, habe ich eben sehr viel Respekt vor. Durch Filter und alles hält der wirklich gut was aus. Flammenwurf dürfte an dem Punkt auch immer reichen. Der ist halt schneller und mit Iron Head Flinches könnte es noch belastend werden, bin ich ehrlich. Kriegen aber den nächsten Giga Drain raus. Wunderbar. Maybe ein kleines gefallenes Krittchen wäre cool. Kriegen wir leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Hidden Power von meinem Tangulos schon nachgeguckt habe. Die hätte man nachgucken sollen vor dem Kampf, fällt mir gerade auf. Beziehungsweise allgemein. Weil wenn da HP Ground, also vor allem Fire oder Ice oder so ist, ist das ja sowieso immer nützlich. Oh mein Gott, er hat noch einen Full Restore. Hui, damit haben wir jetzt auch ein Item mehr, aber das Problem ist so ein bisschen, dass wir haben noch einen Gigasauger hier nach. Also müsste ich das fast für einen Ether verwenden. Andererseits glaube ich, können wir hier jetzt gleich auf eine Antikraft gehen, die sollte genug Damage machen, dass wir ihn danach mit Gigasauger rausnehmen können. Maybe kriegen wir auch den Omnibus, dann sind wir eh schneller. Müssen nicht mal mehr gegen Flinches oder so arbeiten. Aber momentan spielen wir halt dagegen. Rocky Helmet auf Tangulos wäre so Gold wert, das ist der Wahnsinn. So, Antikraft kommt, Omniboost. Oh, das war guter Damage, muss ich sagen. Ich meine, klar, wir sind auf plus 2, so ist jetzt nicht. Wir haben trotzdem irgendwie mit weniger gerechnet, muss ich gestehen. Aber damit sollte es das mehr oder weniger gegessen sein. Also er kann uns immer noch zu Tode flinchen, ne? Also das ist immer noch da. Wir haben aber immer noch ein Highlight, was wir ziehen können. Das gar nicht nötig ist, denn unser Gigasauger kommt durch und damit haben wir Mega Grim besiegt. Aber Mega Grim hat mir kurz ein bisschen ungutes Gefühl, war schon da, bin ich ehrlich. War jetzt nicht komplett begeistert von, aber auch den haben wir Gott sei Dank besiegen können. Auch gegen den standen wir einigermaßen solide da. Ja, ein Boden-Pokémon wäre halt hier von Vorteil gewesen, definitiv, aber hey. Und anscheinend haben sie jedes ihrer einzelnen Ziele erfüllt. Und wollen, wenn, also sobald Registee quasi voll erwacht ist, dann werden wir seinen ganzen Zorn und alles drum und dran spüren und er wird uns unseren Tag ruinieren.
Anscheinend. Na gut, wenn das sein Plan ist, unseren, wenn das so das große Ziel ist, unseren Tag zu ruinieren, na gut. Und ja, ich habe sie gerade weggelaufen, also weg, also besiegt. So, das da, ne? Ich habe sie quasi dazu verdonnert, wegzulaufen, weil sie keine Chance gegen mich hatten. Das heißt, sie haben jetzt alle drei von diesen Golems und die müssen jetzt nur noch erwachen im Endeffekt. Ich glaube, wir haben ja nur bisher Regirock wirklich erwacht, zumindest gesehen. Deshalb ja. Und in Pressimus Island gibt es anscheinend einen neuen Arena-Leiter. Das heißt, den werden wir noch herausfordern. Und dort werden wir auch Pusher dann treffen. Und er meinte auch, dass wir das Talent dazu hätten, Champ zu werden. Und natürlich haben wir das. Natürlich, das steht ja komplett außer Frage. Gut, dann werden wir, denke ich, einmal nach oben surfen. Ne? Wir können uns kurz noch das Kärtchen angucken, was uns das so sagt. Aber ich glaube, dass, ja, Pressimus Island, da ist anscheinend auch direkt der nächste Orden. Ich glaube, hier in Windmist City waren wir ja schon mal. Genau, hier oben waren wir. Ich glaube, in Ecos Town waren wir noch nicht. Ich glaube, sonst waren wir nämlich inzwischen schon überall. Genau, in dem Village, in dem Wisp Forest waren wir. Da oben waren wir, glaube ich, noch nicht. In Over Island, da kommen wir maybe noch hin. Aber ansonsten haben wir jetzt hier alles geschafft. Das heißt, wir kommen jetzt hier und ich vermute, wir machen Abstecher nach dorthin rechts. Und dann kommt eigentlich nur noch dieser Bereich hier. Ich vermute, wir müssen erst nach links, dann, also, ne, wir kommen hier hin, müssen einmal hier Abstecher hinmachen. Dann geht es hier weiter dahin. Ist das eigentlich, das könnte vielleicht mich hier rüberbringen, ich weiß es nicht. Und dann können wir hier rüber nach Azale City und da, und da ist dann Pokémon Liga. Das war gerade voll weird erklärt, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine, wie unser Fortschreiten geschehen wird. Ich habe im Übrigen gerade etwas gelernt und nachgeguckt. Ich hoffe, wir kommen jetzt gleich zur nächsten Stadt. Ich will auch gerade ein bisschen Trainer dodgen, denn anscheinend auf der nächsten Insel ist es so, dass die Level Cap Level 44 ist. Also wir haben noch ein paar Monster auf der Bank, die wir dafür benutzen können. Aber ist ja überhaupt nicht hochgelevelt. Halleluja. Und damit sind wir in Pressimus Island angekommen. Ging dann doch flotter als gedacht. Ich vermute tatsächlich, dass das Spiel eigentlich von einem wollte, dass man erst hier bis hoch surft. Dort alle Trainer besiegt. Aber so müssen wir jetzt schauen, dass wir recht schnell... Protzer, okay. Dass wir recht schnell zur Arena kommen. Weil je nachdem, ne, ich weiß ja natürlich nicht, welcher Typ es ist. Brauchen wir gewisse Pokémon aus unserem Squad. Oh, und hier ist eine, die unseren Pokémon-Attacken wieder erlernt. Und das tatsächlich... Für komplett umsonst. Das finde ich krass, um ehrlich zu sein. Das ist sehr, sehr cool, Leute. Und hier oben wartet sogar schon die Arena. Und dann scheint der alte Arena-Leiter hat sich zur Ruhe gesetzt. Und diese Insel scheint echt klein zu sein, muss ich sagen. Also da ist noch irgendwas. Aber ansonsten war es das schon wieder. Da ist einfach schon Orden 6. Das ging dann sehr, sehr flott, muss man sagen. Aber ich meine, das funktioniert mit der Level Cap zusammen. Wir kriegen nochmal dieses Eis. Was ist denn hier? Das ist ein Hotel. Oh, das heißt, hier gibt es Leute, Taubosse. Das heißt, hier gibt es erstmal einige Leute, die wir ansprechen können. Okay, und ganz oben wartet irgendein Typ, bei dem wir noch nicht vorbeikommen. Ich denke, nach der Arena gucken wir bei dem definitiv nochmal vorbei, was bei dem dort oben abgeht. Und hier in dieser, oder auf dieser Insel ist Sterndo unser Encounter. Ich habe gerade ewig lang gesucht. Ich habe immer nur Tentakel gefunden. Jetzt habe ich mal geangelt. Und zack, bumm, neuer Encounter. Und Starmie ist ein sehr, sehr guter Encounter. Gefällt. Ja, mein Jolly Nature, das ist natürlich ganz belastend. Dafür ein S in Special Attack. Das ist wiederum sehr, sehr gut. Haben nicht wirklich krasse Attacken, aber das ist, glaube ich, relativ normal an dem Punkt. Dann können wir noch via Surfer hier zu Kato Surf Trench kommen. In dem Spiel gibt es aber offensichtlich Taucher, deshalb würde ich mal warten, was wir unter Wasser noch so finden. Und anhand der Town Map ist halt auch so die Sache, die ich mir davor auch angeguckt habe, dass wenn wir hier nach links gehen, wir zu den Cosmic Caverns und damit nach Eddashore Town kommen, wo ich vermute, wir als nächstes auch dann hingehen, beziehungsweise hinsurfen und nach oben kommt auch nochmal eine andere Stadt. Das heißt, im Endeffekt gehen wir jetzt einfach in die Arena. Okay, diese Arena sieht mir nach Geist aus, wenn ich ehrlich bin. I can't tell you too much, but the leader still uses Psychic... Oh, oder Psycho-Pokémon. Okay. Ich meine, wir können bei dem Squad mehr oder minder erstmal noch bleiben. Ich kann ja nur...
Ich kann ja Schwalbos und Skillab. Ich werde mal da über das Team drüber gucken. So, wir haben ein neues Team am Start. Jan Mega ist nun mit von der Partie mit einem Specs-Set. Wir haben weiterhin Schwalbos da als Immunität. Nicht als Immunität, als schnelles Mon mit U-Turn. Finde immer noch bei Geist, bin ich ehrlich. Also Zumarill ist weiterhin da. Wir haben Bandit Fermicula inzwischen, weil der sollte einfach alles mit Crunch weghauen. Weiterhin Luxray und inzwischen auch Glurak als Glurak Y, weil der einfach bombastisch stark jetzt ist. Wir sind nicht so wild gegen Psycho aufgestellt, muss ich gestehen, wie ich das gerne hätte. Wir haben keinen Dark Type, keinen einzigen. Ich habe über Bronzong nachgedacht, aber der hat auch nur Gyroball. Also ich bin noch am überlegen, ob ich den defensiv irgendwie reinhole. Statt zum Beispiel Schwalbos. Ich fand halt an Schwalbos cool, ein sicheres, schnelles Pokémon zu haben. Da muss ich mir mal noch überlegen, was mehr wert ist. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob das so schlau war, hier den Gamble einzugehen, dass ich schneller bin. Aber ich denke, wir haben schon, also wir haben mit Jan Mega und Glurak auf jeden Fall zwei Monster, die unfassbar schnell und böllern. Gerade Jan Mega mit Specs Bugbuzz sollte eigentlich mega geil sein. Oh, das sind so unsichtbare Wege, okay. Wir haben halt defensiv wenig was zum Reinwechseln. Ich überlege auch Azumarill rauszutun. Jetzt momentan bleiben wir aber erstmal bei dem Squad, würde ich sagen. So, am Squad hat sich nichts verändert. Ich habe ihn wirklich komplett gleich gelassen. Niemand hat irgendwie groß was Neues gelernt. Die Trainer waren wirklich kein Problem. Also Specs Jan Mega hat einfach alles zerfetzt. Ich glaube, zwei, drei Kämpfe habe ich dann noch mit Glurak gemacht. Der hat dann einfach alles mit Flammenwurf getötet. Also, wait a minute, Willy, was tun Sie denn hier? Ich dachte mir schon, der Sprite kommt mir bekannt vor, aber ich dachte, ich bin blöd. Da ist einfach Willy, der neue Arena-Leiter. Okay, das ist gar nicht so geil, bin ich ehrlich. Aber okay, Willy ist der neue Arena-Leiter anscheinend hier. Wilde Geschichte. Das finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, wie man von... Ich weiß nicht, ob er zu kacke für als Johto Top 4 war und deshalb degradiert wurde. Oder ob ich mal wieder irgendwas Storytechnisches verpasst habe. Aber ja, okay, Spark reicht leider nicht ganz aus. Wir kriegen aber die... Oh, kommt Synchro jetzt und dann werden wir... Ja, boah, das ist gar nicht so gut. Das ist gar nicht mal so geil, muss ich gestehen. Ich glaube zwar, der wird jetzt eh voll geheilt. Wir haben halt jetzt nichts Physisches. Womit wir... Ja, wobei... Der wird ja jetzt eh geheilt. Das heißt, wir können die Runde nutzen, um in Fermicula zu gehen. Ich meine, wir müssen natürlich hoffen, dass... Ich gucke jetzt... Ich habe schon wieder vergessen nachzugucken, ob unser Crunch überhaupt... Also, ob wir Hustle haben oder nicht. Aber ich glaube... Also, ja, wobei auf plus 1 Airslash... Könnte schwierig sein, wir haben auch Hustle. Das heißt, wir müssen da jetzt unser Hustle-Move connecten. Okay, und connecten wir damit, ist Xato auf jeden Fall weg. Das lebt er nicht, niemals. Das ist Übereifer, Wahlband, nee. Das Problem ist, ich habe sehr viel Angst vor Mega Elekazam. Ich vermute, Mega Elekazam wird kommen. Es können natürlich auch Gallade oder Gardevoir sein, also da gibt es ein paar Optionen. Ich glaube, gegen den können wir wirklich drin bleiben, weil wir haben gegen beide Step-Angriffe eine Resistenz. Das heißt, das sollten wir auf jeden Fall leben und damit ist Jinx auch weg und wir sind noch schneller, weil Fermicula Gott sei Dank einen 109er müsste es sogar sein, Base Speed hat, was actually recht flott ist. Oh mein, okay, das ist aber anscheinend nicht, oh, das ist actually super. Okay, dass das nicht das Mega ist, weil eigentlich vom Metagross sollten wir auch alles erstmal leben. Beide Step-Angriffe werden resistiert, plus sowas wie Coverage-technisches Erdbeben ist okay, Hammerarm ist ein bisschen belastend, ich weiß nicht, warum jetzt die Erde dabei auch noch bebt, aber okay. Wir überleben das sogar richtig gut. Also 37 KP. Ah. Das heißt, wir würden sogar noch mal einen Crit überstehen. Alter. Okay, jetzt ist ein bisschen belastend. Jetzt müsste ich überlegen, wie wir das machen. Weil ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt zu heilen. Oder zu wechseln. Weil der drückt ja die ganze Zeit Hammerarm. Und ich glaube, wir können jetzt den Wechsel in Glurak machen, in die Mega gehen und den damit rausnehmen. Okay, er geht sogar nochmal auf Hammer. Sehr gut. Ich dachte, maybe kommt auch jetzt eine Agilität. Aber eigentlich sollte er den Kill damit sehen, weil mit seinem Headbutt und Meteor Mash sollte er den nicht sehen. Damit sind wir richtig schön in unser Glurak gekommen. Kriegen jetzt mehr oder weniger free unsere Mega raus. Und können ihn jetzt richtig eins auf die Schippe geben. Ich habe immer noch Angst. Ich habe noch keinen genauen Plan für das Mega-Simsala, wenn es denn kommt. Weil das Problem ist halt, dass mir Bronzer... Ja, ich glaube, Bronzer wäre es gewesen, ne? Weil der wird ja wahrscheinlich eine Psychoattacke gegen mich einsetzen und auch wenn Spukball sehr effektiv ist, weshalb ich Bronzong nicht mitnehmen wollte, aber hätte sich offensichtlich trotzdem gelohnt. Dann wäre es das eher gewesen, muss man gestehen. Aber was will man machen? Es kommt Slowbro. Oh!
Nevermind, an den habe ich gar nicht gedacht, dass das sein Mega sein könnte. Aber das ergibt auch Sinn. Und das Schöne ist, dadurch, dass Wasserattacken jetzt schwächer sind und alles, ich glaube, wir können in Jan Mega gehen. Wir sollten eigentlich erstmal alles überleben. Und Bugbus sollte richtig viel Damage hinterlassen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dumm, was ich hier mache. Aber ich bin allgemein jetzt nicht gut. Gut, da hätte uns Bronzong gar nichts geholfen, fällt mir gerade auf. Sondern damit haben wir alles richtig gemacht. Ich weiß, Jan Mega hat nicht so viel Speedef. Okay, Cormite macht mir ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Allerdings hat er nicht viel Speedef und Specs gleicht so ein bisschen das Ding gerade aus. Dadurch, dass Sonne da ist, ist die Wasserattacke, also sowas so wie ein Burn oder so, nicht unbedingt etwas, wovor ich mega viel Angst habe. Bitte reich. Goal, Jan Mega, das Biest. Sehr, sehr schön. Okay, wenn jetzt nichts Schnelles mehr kommt oder irgendwas nur kommt, was langsamer als Jan Mega ist, optimal. Okay, das ist eine Vierfachschwäche, Käfer. Damit ist der weg. Ey, dann hat dieses Team absolut perfekt performt. Also mehr oder weniger. Fermicula hat so ein paar Mal gemisst. Das Ding ist nämlich bei den Trainerkämpfen, Fermicula hat nicht einmal gemisst. Deshalb dachte ich so, habe ich Hustle und habe es jedes Mal vergessen nachzugucken. Aber unfassbar geil. Ja gut, damit hätten wir jetzt Orden Nummer 6. Das ging natürlich relativ schnell. Und er will anscheinend jetzt hier sogar bleiben. Der wollte anscheinend nach Unova weiter, wenn ich das richtig gesehen habe. Also nach Einal. Finde ich wild. Ich denke mal sehr stark, dass wir die Themen Gedankengut hier einfach bekommen werden, weil passt einfach zu den Themen 04. Das ist auch Gedankengut und wir haben mehr Protzer bekommen. Ja, ich sag, TMs haben wir ganz gute inzwischen. Geht. Wir haben gar nicht mal so viele, wie ich eigentlich immer dachte. Ich habe den alten Squad hier wieder und jetzt gucken wir mal. Ja, du siehst immer noch sehr verdächtig aus und er möchte auch gegen uns kämpfen. Dann hat es sich schon mal gelohnt, hierher zu kommen, um diesen Dieb herauszufordern. Er hat ein Weezing, okay. Da ist natürlich jetzt Tangolos im Lied nicht unbedingt das Beste für uns, ne? Den sollten wir aber mit Skelabra einfach easy rösten können. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau. Also ich vermute, hier drin wird jetzt noch irgendwas geschehen, weil ansonsten weiß ich nämlich gar nicht genau, wo wir jetzt hin sollen. Wir haben auch noch keinen Taucher. Ich vermute, dort drin könnten wir Taucher maybe bekommen. Das halte ich zumindest für äußerst wahrscheinlich. Weil ansonsten keine Ahnung, wann wir Taucher noch bekommen sollen. Und da rechts war ja genau dieser Weg, wo man tauchen konnte. Es würde sehr gut zusammenpassen. Jetzt haben wir ihn besiegt und können weiter. Und hier sind anscheinend mehrere Diebe, die hier ein bisschen was ausrauben wollen, habe ich das Gefühl. So läuft das Teilchen hier also gerade. Ah ja. Oh, das ist im Übrigen das erste Mal, dass wir, glaube ich, Sylveon sehen. So ein komischer Butler kämpft gerade gegen mich aus irgendwelchen Gründen. Beziehungsweise halt ein Schnösel, besser gesagt, kämpft hier gerade gegen mich. Ich weiß nicht genau, warum der jetzt gegen mich kämpft. Ich bin einfach in eins von den Zimmern gegangen, vom gegen Gentleman Albin. Ich denke, der denkt, ich wäre einer von den Bösen. Ja, und entschuldigt sich dementsprechend dann auch. Ja, ein bisschen dumm von dir, ne? Ich schaue ja auch genauso aus wie die Diebe, ne? Aber, ne, man kann leider nachvollziehen. Der pennt einfach wahrscheinlich, ja, während da ein Raubüberfall ist. Der gönnt sich einfach, ne? Boah, es sind hier so viele von denen drin, ist der Wahnsinn. Ah, okay, never mind. Wir mussten gegen den Typen noch kämpfen, nachdem man gegen alle anderen gekämpft hat. Und dann kommt man hier nämlich rein. Hier ist nochmal ein PP ab und das scheint nämlich in irgendeiner Form der Boss zu sein. Und wir sollen anscheinend den Typen dort drüben nicht aufwecken. Warum auch immer. Und sollen bei diesem Kampf sehr leise sein. Okay, ich weiß nicht, wer das ist. Wer da, vor dem er so viel Schiss hat und keinen Stress machen will. Ja, und dann ist Explode Dämon deiner Wahl. Weiß ich jetzt nicht. Schaut mal, wer da ist. Neuwan, my boy. Also ja, ich weiß nicht. Er ist natürlich sehr witzig und ironisch, dass er leise sein will. Und Neuwan und Krabums, zwei Sound-Pokémon, nenne ich es jetzt mal, also sehr laute Pokémon im Endeffekt. Ausgerechnet die zwei Mons sind, also ist natürlich kein Zufall, die er hat, aber passt sehr gut, gefällt mir, dass man dann schön leise ist und nichts machen kann. Und er scheint einfach abzuhauen, na gut, von mir aus. Liegt hier, ist das vielleicht Taucher? Ah, der alte Mann ist doch aufgewacht, schade. Okay, und anscheinend geht es hierbei um irgendein Item, das ich noch nicht ganz verstehe, wie es funktioniert. Das nach Erzhel's City Lab kommen muss, weil wenn es mit bestimmten anderen Eisen in Kontakt tritt, dann reagiert das anscheinend in irgendeiner Form. Und er möchte jetzt, dass wir das quasi den rüberbringen. Und dann machen wir natürlich auch dieses komische Tablet Idol. Ganz, ganz weird. Und er heilt nochmal unsere Pokémon. Das ist nett, aber ich hab halt immer noch keinen Taucher. Deshalb, ich weiß nicht, ob man da irgendwie... Maybe bedanken die sich jetzt noch mit der VM Taucher. Ich möchte mir noch mal kurz angucken, was das Ding da ist. Was da war.
wie das, was das ist, wie das ausschaut. A curious weighty figure, it needs to be delivered. Okay, es ist einfach nur eine komische Statue am Ende des Tages. Mehr ist es nicht. Na gut. Ah, und da wartet Kusha schon draußen. Ich hab die... Oh. Er will jetzt echt kämpfen? Okay, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir heute nochmal ein Battle haben. Gegen irgendwen Besonderes. Aber okay, dann haben wir wohl nochmal ein Special Battle heute. Weil ich wollte eigentlich schon noch heute mit dem Dings-Item hier rausgehen. Dann wird das wohl ein sehr langer Part, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das ist nämlich das dritte Special Battle. Scheiße, ich hätte einfach nicht nochmal... Ich hätte jetzt hier nicht reingehen sollen, ne? Okay, an seinem Team wird sich nichts groß verändert haben, I guess. Okay, ich habe vergessen, dass der mal mit Fakeout anfängt. Könnte aber immer noch ein Guts Hariyama sein. Und ich hätte ihn potenziell verbrannt, deshalb... Und mit Abschlag macht er, glaube ich, auch gar nicht so wenig Schaden, wenn er das will. Vielleicht reicht Fliegen schon aus. Knapp nicht, schade. Wir kriegen nochmal einen Vital Throb. Das ist aber okay auf minus 1, denke ich. Das ist nochmal eine gediegene Runde Quick Attack, denn offensichtlich setzt Kusha keine Heal-Items an, beziehungsweise hat er das, glaube ich, noch nie gemacht, zumindest nicht auf dem. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dieses Mal Megaltaria zu sehen bekommen. Rotom Wash. Okay. Das habe ich gemeint mit Rotom kann noch seine Form ändern. Aber eigentlich sollte Tangelos den echt gut checken können. Ich meine, beide Steps resistieren wir. Klar, speziell wird er immer noch gut reinhauen. Aber wenn wir einfach beide Hydro-Pumpen dodgen, ist ja sowieso egal, was der macht. Wunderbar. Ich will gerade, maybe wäre Wachstum der Play gewesen. Andererseits, wir machen nicht wirklich was gegen Mega-Altaria. Also ist das in Ordnung. Haben wir eigentlich inzwischen schon mehr gegen Torterra? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Nicht wirklich. Flareon kommt rein. Okay. Gehen wir da in Azumarill? Ich denke schon. Also müssen wir. Haben wir ja nicht wirklich eine groß andere Wahl, um ehrlich zu sein. Toxin. Okay. Kommen jetzt hier so ein bisschen mehr Strategy-Sachen. Also ich habe durchaus Respekt vor dem Mega-Altaria, ne? Ich habe Angst, dass dieser Kampf jetzt insgesamt viel zu lange dauern wird, ne? Dass der sich jetzt absolut ziehen wird. So, damit ist Flareon schon mal weg. Mir gefällt es nicht, dass wir jetzt... Also wir sind da jetzt schon gut gechippt. Und wenn wir, glaube ich, jetzt in die Runde drin bleiben müssen, um gegen Mega-Altaria anzutreten, was ich nicht glaube oder nicht hoffe, weil ich genau hoffe, dass Torterra kommt, würde das ein bisschen knifflig allgemein gegen Mega-Altaria zu kämpfen. Könnte ein bisschen spooky werden, weil ich nicht so direkt was habe. Ich glaube, wir müssen sogar gegen den in Tangelos gehen. Ich meine, wen soll ich... Schweibos ist angeditscht. Wir können wenigstens nicht geleech-seedet werden. Woodhammer hat der drauf. Okay, das wird... Ja, macht nicht so viel. Ich denke, wir gehen auf ein paar Wachstümer. Okay, ich bin schon sehr gechippt, bin aber immerhin auf plus 3 schon mal gekommen und wollte jetzt einfach mal ein bisschen Recovery auch haben. Und damit nehmen wir sogar Torterra komplett raus. Okay, das habe ich... Ich dachte, der lebt noch einen, aber es ist auch okay. Ich sag plus 3 schon mal sehr gut. Und dann muss ich halt mit Antikraft gegen Mega-Altaria kämpfen. Weiß ich nicht, wie geil ich das finde. Aber wenn er... Also wenn er nicht mega entwickelt, ist gar kein Problem. Wenn er mega entwickelt, eher ein Problem. Gigalith kommt. Das ist sogar gut für uns. Das ist sogar eine wirklich gute Sache, weil ich kriege jetzt dann eigentlich noch mal ein bisschen Wachstum raus. Und dann kann ich, glaube ich, doch noch auf plus 6 gehen, oder? Je nachdem, wie viel mir Brokkolos macht. Wie viel Damage der jetzt so raushauen kann. Iron Defense, das ist fein. Ich gehe auf plus 6. So, Tarnsteine liegen jetzt zwar, aber dafür sind wir auf plus 6 mit Tangelos. Ich hoffe einfach, der hat keinen Sturdy, sondern Sand Force wie mein Brokkolos. Ach, er hat Sturdy. Oh, dann hätten wir den anditchen sollen. Aber jetzt gehen wir leider mit ein bisschen Chip raus. Außer Rockside Mist. Oder er drückt aus irgendwelchen Gründen Iron Defense. Okay. Ist auch fein und der heilt ja nicht, ne? Gut, damit ist Gigalith weg. Der ist auch wunderbar. Das heißt, jetzt dürfte nur noch Altaria übrig sein. Ich vermute, das Ding wird leider dieses Mal... Ja, ist auch Level 45. Das wird... Es megert nicht. Ja, nevermind. Dann ist der einfach dead. Dann ist der weg. Mir fällt gerade auf, spezielles Mega-Altaria hätte mich einfach potenziell gekillt. Also nicht mit Drachenpuls, aber mit Flammenwurf. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit mir nur dachte, der ist ja sicher physisches Mega-Altaria. Speziell hätte mir ja den Arsch aufgerissen, fällt mir gerade auf. Hätte man vielleicht drüber nachdenken sollen. Wir sollen zu irgendwelchen Diving Falls Towers oder so kommen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich würde aber sagen, was dort abgeht, wie wir zu Taucher kommen und den ganzen Kram und was es jetzt schlussendlich mit den Regis auf sich hat, finden wir hoffentlich im nächsten Part heraus. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye.